zusammengelegt worden, 1712. Wir haben das ein bisschen später gemacht mit zwei kleinen Teilen Deutschlands. Also auch das verbindet uns. Wir haben natürlich nicht wie Sie damals Hexen verbrannt, wir haben die Treuhand gebildet, das ist auch was Gutes. Und sind jetzt vereinigt, so wie Sie. Der nächste Grund ist eigentlich, der steckt in meinem Beutel hier drin. Das ist eigentlich ein Artikel, den ich beim Abflug in Dresden in der Hand hatte. Und zwar ein wunderbarer Mensch aus Liechtenstein, der in Dresden Reklame macht. Da dachte ich, da musst du als Dresdner nach Liechtenstein ein bisschen Reklame für Dresden machen. Das ist die Sächsische Zeitung. Wir sagen immer manchmal ganz dezent, es stand die Kritik in der SZ, weil jeder im Forum sagt dann, oh, du warst in der SZ drin, da war die Sächsische Zeitung. Ralf Klose kenne ich persönlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob es die Jüngeren wissen. Er war mal Nationalspieler hier in Liechtenstein und war der Trainer der Nationalmannschaft. Und er hat einen hervorragenden Sieg vollbracht gegen Usbekistan, haben die 2:1 gewonnen. Das war eine tolle Leistung, wobei eins feststeht, die haben doch nur zwei Fußbälle gehabt. Aber diesen Mann haben wir in Sachsen, speziell in Dresden, sehr, sehr viel zu verdanken. Er hatte Dynamo Dresden, was mal eine ganz große Mannschaft war, und durch Förderer dann mit Spielerverkauf fast an den Ruin runtergebracht worden sind, durch Herrn Otto, den großen Baumeister und Bauleiter in Sachsen. Der hat diesen Verein übernommen als Geschäftsführer und hat dann Geld gemacht, indem er Kirsten, Sammer, Gütschow und noch 5, 6, 7, 8 andere Namen, die ich Ihnen nennen könnte, die dann wirklich in andere Bundesligamannschaften wunderbar verstärkt haben, und es ging dann Tippel damit runter. Aber dann kam nicht ein westdeutscher Trainer, sondern kam ein Ralf Klose, und der hat die Namen Dresden wirklich von der dritten Liga in die zweite Liga gebracht und hat es geschafft in dieser Saison, dass diese Mannschaft sogar im Mittelfeld bleibt. Da bin ich eigentlich verpflichtet, hierher zu kommen und mich im Namen aller Dresden bei Ihnen zu beteiligen. Ja, ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen. Wer ist Wolfgang Schlumpf höchstpersönlich? Wo kommt er her? Wer ist er? Wie viel ist er? Wo will er hin? Bevor ich vielleicht in die Zeit nach 89 einsteige, vielleicht im kurzen Telegrammstil, und vielleicht werden wir uns dann auch noch in einem kurzen Gespräch dann tiefer darüber unterhalten. Also ich bin zu 46 geboren, bin damals aus dem damaligen Schlesien nach Dresden gekommen mit meiner Mutter als Einzelkind in den Waggon. Meine gesamte Verwandtschaft ist einen Tag eher gefahren in einen anderen Waggon und nach Nordrhein-Westfalen. Also ich in die sogenannte sowjetische Besatzungszone und die nach Westen. Das hat sich aber später als positiv herausgestellt, weil in der DDR zu wohnen, das gesamte soziale Netz zu nutzen, aber alle Verwandtschaft im Westen zu haben, war also ein wunderbarer Start. Man hatte also wirklich sehr schöne Weihnachtspakete und konnte sich dann mit Stollen und erzgebirgischen Figuren und anderen Dingen bedanken. Ich war dann am Anfang in der Kirche, in der Kommunion, war Ministrant. Das hatte mir schon damals sehr gefallen, weil das auch eine kleine Bühne war und ich konnte dann mit Weihnachten. Man konnte sich verkleiden und das war wunderschön. Endlich achtete mal jemand auf mich, denn ich war ja ein Schlüsselkind und die Mutter war arbeiten und so. Aber die Schule begann dann und ich bin noch so anstandshalber wegen der Restverwandtschaft auch mal in die Kommunion gegangen. Jetzt nehme ich dann noch in kurzen Hosen und mit einer braunen Strümpfen, mit Leibstrümpfen drunter und mit einem Stein rein. Habe mich dermaßen noch was geschämt vor allem. Ja, und da der Pater dann anfing, uns die Haare immer so zu drehen, bis wir dann schreiend anfangen und ich mit der Gurtel immer ein paar hinter die Ohren kriegte, habe ich gedacht, ich habe keinen Vater, von dem ich geschlagen werde, muss ich mich auch nicht schlagen lassen. Und da bin ich abtrünnig geworden und bin in die Jugendpioniere in der zweiten Klasse dann gegangen. Und dort habe ich das Kabarett kennengelernt, also so ein kleines Pionierkabarett.